Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Ja, heute, ja, wie gewohnt, hier zum Ende der Woche zu unserer Backtesting-Session mit unserem Haptic Trading System. Wir wollen uns jetzt hier wieder, ja, wie wir das jede Woche machen, die letzte Woche anschauen. Ich glaube, jetzt Kalenderwoche, ich glaube 43 oder sowas. Auf jeden Fall ging ja jetzt die letzte Woche am Montag, 23. Oktober, los. Heute ist bei mir zumindest Sonntag, 29. Oktober, sozusagen, wie gesagt, Ende der Woche. Also für alle, die neu an der Stelle sind, wir machen das wirklich jede Woche mit dem gleichen Trading-System, was wir, ja, in unserem Trading-Plan definiert haben, was 100% fix ist, 100% systematisch ist. Wir dokumentieren ja alles hier in unserer Backtesting-Tabelle, alle Daten. Ist ja ganz simpel aufgebaut. Wir haben hier einmal die Übersicht, wo wir alles sehen, die ganzen Stats über das System. Und hier sozusagen die ganzen Backtesting-Daten. Wie gesagt, ihr seht das von Anfang an des Jahres. Also das sind auf jeden Fall schon einige Daten. Hier ganz einfach, wann wir den Trade eröffnet haben in der Spalte, in welche Richtung, wann wir geschlossen haben, ob es ein Win, ein Loss war oder ein Loss war, was das mögliche CAV gewesen wäre. Dann jeweils in die Win-Loss-Spalte, wenn es ein Loss war, oder in die Win-Spalte, wenn es ein Win war. Und dann hier hinten, das wird einfach automatisch ausgerechnet, sozusagen die Haltedauer, wo wir gesamt an Risk-Units sozusagen stehen, was unser Kontostand ist, wenn wir jetzt hier oben mit 10.000 Euro starten würden. Den Wert können wir da auch verändern. Unser Kontostand nochmal im Prozent, was wir daily an dem jeweiligen Tag an Gewinn gemacht haben und sozusagen pro Woche. Sozusagen jedes Mal, wenn hier so ein Strich ist, so ein schwarzer Strich, ist sozusagen eine Woche vorbei. Sozusagen die erste Kalenderwoche, seht ihr es hier, zweite Kalenderwoche, dann kommt die dritte. Und wenn wir jetzt hier mal runtergehen, ihr seht, das sind einige, viele Daten. Wir sind ja jetzt hier sozusagen aktuell, genau, letzte Woche, 42. Kalenderwoche jetzt. Das können wir auch ganz kurz mal hingucken. Schauen wir uns sozusagen die 43. Kalenderwoche an. Letzten Wochen waren ja auch wieder, ja, solide, kann man so sagen. Letzte Woche fast 5%. Ich meine, gesamt stehen wir jetzt aktuell bei 540%. Und wenn wir, wie gesagt, am Anfang des Jahres mit einem 10K-Konto angefangen hätten, würden wir jetzt bei 64.000 Euro stehen. Also, ich glaube, dass die Zahlen sprechen da absolut für sich. Unser durchschnittlicher wöchentlicher Profit liegt bei, ja, fast 5%. Und ja, wir liefern ja, wie gesagt, jede Woche aufs Neue eine 100% ehrliche, transparente Backtesting-Session. Zeigen die Strategie wirklich im Detail hier for free. Und ja, es gibt halt irgendwie immer noch Leute, die mich fragen, ja, was soll ich traden? Was für ein System soll ich nehmen? Ich habe eigentlich viel Zeit. Kannst du irgendwas empfehlen? Ich weiß nicht, was die Leute vor den Augen haben oder ob sie nicht wissen, was YouTube ist, oder ob sie im Gesamten sich dann überhaupt mal mit uns beschäftigen. Keine Ahnung, das ist ja auch vollkommen egal, aber ja, muss uns ja im Prinzip nicht interessieren. Daher gehen wir jetzt hier einfach, wie gesagt, in die Session rein. Ich bin jetzt hier schon zum Montag um 7 Uhr direkt gesprungen, wenn sozusagen hier immer unsere Session startet. Also für alle, die neu an der Stelle sind, denen das jetzt hier ein bisschen zu schnell geht mit dem System, am besten einfach zu den ersten Backtesting-Sessions springen vor Anfang des Jahres. Da sind wir wirklich noch oft ins Detail gegangen, haben alles im Detail erklärt, beziehungsweise ist in unserer Telegram-Gruppe auch der Trading-Plan, und wir haben auch zu diesem Trading-Plan zwei Videos, wo wir den auch wirklich von Grund auf für Anfänger im Detail erklären und ihr das System sozusagen, ja, hier kostenlos von uns bekommt. Wie ihr das ja auch von uns gewohnt seid, dass wir hier kostenlos wahrscheinlich tausendmal krasseres Wissen raushauen, tausendmal krassere Dinge raushauen, als ihr bei anderen, ja, bekommt, wenn ihr bei denen bezahlt. Also ist auch wieder ein anderes Thema. Daher, wir starten ja immer frühs rein. Als erstes mit den Liquiditätspunkten erstmal. Hier sind auch noch die Trades der letzten Woche. Die können wir auch, by the way, mal kurz ausblenden, dass die uns hier nicht stören. So, genau. Also erstmal die Liquiditätspunkte. High, Low, Asia Session. Markieren wir uns. So, das High. Und wie gesagt, High, Low, Asia Session sind auch, weil ich das immer wieder gefragt werde, Liquiditätspunkte. Wenn es keine fraktalen Punkte sind, das ist egal. So. Und dann haben wir hier unten noch, auch wenn das gegappt ist, dieses Low. Können wir uns nicht mal einzeichnen. Und dann machen die meisten das ganz einfach so, dass, wenn sie es früh gemacht haben, kurz vor 8, die Liquiditätspunkte eingezeichnet haben, dann oben unten Alarm setzen. Und dann, ja, bis dahin, bis kein Liquiditätspunkt gesweept wird, hat man ja eh nichts zu tun. Aber meist geht das ja früh immer relativ schnell, dass wir in eine Richtung sweepen, wie jetzt in dem Fall sozusagen nach oben. Und wenn wir natürlich nach oben die Short-Liquidität sweepen und sehen und ein klares Signal bekommen, dass da Short-Positionen aufgebaut werden, dass diese Liquidität genutzt wird, positionieren wir uns natürlich mit dieser Liquidität oder in die Richtung dieser Liquidität und gehen da sozusagen auf eine Entladung dieser Liquidität. Ganz einfach. Jetzt haben wir sogar hier oben den Liquiditätspunkt noch gesweept, und desto mehr wir sweepen, desto wahrscheinlicher wird das ja auch. Und vor allem, wenn wir halt
schon in Strukturrichtung unterwegs sind. In dem Fall haben wir jetzt hier aber noch keinen zweiten Sweep bekommen, weil wir warten ja immer hier auf unser Muster. Wir gehen ja nicht gleich nur rein, weil wir jetzt hier einen Sweep haben. Gehen wir jetzt nicht sofort Short rein, dann hätten wir hier schon aufs Maul bekommen. Da würden wir an sehr vielen Stellen aufs Maul bekommen, sondern wir wollen immer ja nochmal diesen zweiten Sweep sehen und dann halt den Strukturbruch, den wir hier bekommen haben, aber noch nicht den zweiten Sweep. Und daher haben wir jetzt hier an der Stelle kein Signal. Viele bei uns aus der Mastery haben sich jetzt dahingehend auch schon mit ein paar Bausteinen ein neues System gebaut, was ziemlich geil funktioniert, was nur mit einem Sweep funktioniert, weil vor allem früh jetzt sehr häufig auffällt, dass der DAX schon genau das macht, was wir halt immer traden wollen, aber nur mit einem Sweep und gar keinen zweiten Sweep liefert, und das ist auch in verschiedenen anderen Assets so. Ja, jetzt hat er halt genau das gemacht, weil das ist ja genau das, was wir traden wollen. Er holt sich, geht in den Liquiditätsbereich, holt sich hier die Short-Liquidität und bringt die halt in den entgegengesetzten Bereich hier unten, wo sozusagen Long-Liquidität liegt, und entlädt die, weil nicht für umsonst dippt er jetzt hier gerade so rein in die, also unter diese Liquidität der Asia-Session, die wir hier aufgebaut haben, und reagiert dann von hier unten, weil hier unten war der, die Kasse ja mal, hier ist ja der Docht, reagiert bis hier hoch und schließt dann hier oben. Das ist ja dahingehend kein Zufall. Ich meine, das kann man sich ja in den ganzen Backtesting-Sessions anschauen. Wir sehen es die Woche ja keine Ahnung wie oft. Mal funktioniert es, wir können natürlich nicht jeden, wie hier, jeden Sweep, jede Entladung bekommen. Manche bekommen wir, wie jetzt hier, gar nicht. Bei manchen werden wir halt einfach zu oft rausgesweept, als dass sich die Entladung dann auch für uns lohnt. Wir bekommen dann zum Beispiel, kriegen dreimal aufs Maul und kriegen dann, keine Ahnung, den Trade, aber halt nur mit, ja, 2R, also 2%, und ja, haben dann trotzdem nicht alles rausgeholt. Aber das ist halt einfach part of the game. So wird halt diesen heiligen Gral, auch wenn man so ein krass funktionierendes Muster hat wie hier, was wir ja im Prinzip immer machen, wir suchen Muster im Markt, wie dieses, ja, dass in eine Richtung Liquidität aufgebaut wird und in die andere Richtung entladen wird, ist ja jetzt kein geheimes Muster. Das haben wir es ja auch hier, so ein System auf YouTube, weil das, wie gesagt, ja kein Geheimnis mehr ist. Das traden ja extrem viele. Oder was heißt traden viele? Ja, unser System tradet ja so gesehen fast keiner, aber das Wissen über dieses Muster, ja, sag ich mal, kennen ja schon extrem viele. Genau, das heißt ja, deshalb haben wir jetzt hier unten ja den Liquiditätspunkt gesweept und machen ja jetzt hier wieder genau das Gleiche. So, wir warten jetzt erstmal für den zweiten Sweep, den haben wir bisher noch nicht. Bisher ist das nur eine Bewegung. Jetzt wollen wir erst kurz eine kleine Gegenbewegung sehen. Ja, die kommt jetzt hier aber nicht. Ja, jetzt haben wir die kleine Gegenbewegung. Jetzt wollen wir halt nochmal sehen, dass er hier nochmal unten drunter sweept. Ah, hat er jetzt sogar hier gemacht. Das muss nicht immer der unterste Punkt sein, sondern wenn sich im Nachhinein der fraktale Punkt bildet, kann das auch im Nachhinein ein Punkt sein. Das war jetzt hier definitiv der Fall. Hier, dieser fraktale Punkt wurde von diesem gesweept. Und dann würden wir hier natürlich ja, long reingehen. Das ist ja immer genau das, was wir sehen wollen. Zack, und dann hier sozusagen in die nächste Liquidität, die dann in dem Fall hier oben liegen würde. Ich meine, wir wären jetzt hier ganz klar gegen die Struktur unterwegs. Das heißt, ich würde ihn wahrscheinlich dann sogar bis auf H1, wenn das CRV passt, nur hier bis zu dieser Ineffizienz nehmen, weil das mir jetzt ganz danach aussieht, dass wir wieder einen Push bekommen, weil entweder, es gibt ja immer zwei Optionen, entweder wenn wir ein Signal bekommen und das CRV passt, vor allem auch wenn wir gegen die Struktur unterwegs sind, machen wir das gerne, dass wir es nur bis zur nächsten H1-Ineffizienz nehmen, und wenn wir halt mit der Struktur unterwegs sind, dann nehmen wir den schon gerne bis in, wirklich in den nächsten Liquiditätspunkt, und können dabei sogar einen überspringen, wenn der nicht zu weit weg ist und wir das CRV dadurch nochmal verbessern. Das heißt, wir schauen jetzt mal, aber ne, hat er jetzt hier nicht gegönnt, sondern er sweept uns jetzt hier erstmal wieder raus. Vollkommen normal. So, und würden jetzt hier, hätten jetzt hier an der Stelle das nächste Signal. Wir haben jetzt hier wieder einen fraktalen Punkt gebrochen, weil wir warten ja dann einfach wieder genau auf das Gleiche, dass wir halt wieder ein Signal bekommen. So. Dass wir jetzt hier sozusagen long bis, ja, würde ich so sagen, jetzt an die gleiche Stelle, das ist ja sogar ein CAV von 4, weil ich würde ihn dann nicht bis hoch in die Gegenliquidität nehmen, weil wir können das ja auch mal ganz kurz einzeichnen. Für die, hier noch nicht so lange das System traden, wir haben ja hier wieder einen Liquiditätspunkt gebildet. Die meisten, die das schon länger machen, sehen das ja mit bloßem Auge, da müssen wir es nicht einzeichnen. Genau, das werden hier oben eingebildet haben. So, und würden dann das Ganze hier so natürlich long mitnehmen. Das sieht tatsächlich, ach, das hätte ich jetzt nie gedacht. Also wirklich, dachte jetzt, okay, er gibt uns jetzt hier wieder, er sweept jetzt hier erstmal noch ein paar Mal, bis er jetzt hier überhaupt ansatzweise mal einen Long Move macht. Aber dass er jetzt, ah komm, er muss ja jetzt gönnen. Das ist ja wirklich ein wunderschöner Trade. Also nachdem,
weil die letzten Wochen hat er ja auch ziemlich viel gepusht und wir haben ja in diesen Push-Phasen immer extrem viel aufs Maul bekommen. Also wirklich viel. Also die letzten Wochen waren trotzdem gut, wir haben gut abgeschlossen. Aber es wäre deutlich besser gewesen, wenn er halt ab und zu auch mal in diesen Push-Phasen, wo wir auch teilweise sehr oft gegen den Trend unterwegs sind, weil das ja teilweise auch unsere profitabelsten Trades sind, wenn er da ab und zu mal einen Trade mehr gegönnt hat. Also der DAX war halt dahingehend in den letzten Wochen zumindest ist gegen den Trend echt nicht im Gönner-Modus. Und daher, ja, ist das jetzt ja echt mal wieder was Schönes, den hier so mitnehmen zu können. So, das heißt ja, müssen wir auch mal kurz aufräumen. Wir haben ja den hier drüben schon gesweept, dass wir nicht durcheinander kommen. Wir können jetzt ja nochmal kurz nach Liquiditätspunkten schauen, aber hier war jetzt halt keiner. Das heißt, wir haben kein Signal, weil wir haben ja keinen neuen Liquiditätspunkt hier gerade gesweept. Das wäre jetzt hier der nächste. Aber es ist ja jetzt hier eh schon 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr und jetzt geht eher Asia Session los, das ist unsere Trading Session vorbei. Die überspringen wir kurz. Jetzt bin ich kurz ein bisschen zu weit gesprungen, nur bis 7 Uhr, also sozusagen kurz vor 8 Uhr im Prinzip. Und dann wollen wir uns ja hier erstmal wieder alle Liquiditätspunkte einzeichnen, die rundherum so offen sind, wo man den halt neue Trades zu catchen. Natürlich hier das High der Asia Session. Und hier noch das Low. Das hier noch natürlich. So, dann gehen wir wieder auf M5, können jetzt oben unten Alarm setzen, aber das sieht auch ganz danach aus, ob wir jetzt gleich hier nach oben diesen Liquiditätspunkt sweepen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch auf den zweiten Sweep warten, den wir jetzt hier auch direkt bekommen haben. Und wenn wir jetzt hier den Strukturbruch bekommen, genau, wir haben jetzt sogar noch einen gesweept. Gefällt mir natürlich extrem gut, weil wir jetzt in Strukturrichtung unterwegs sind. So, würden wir hier Short reingehen. Wird auch passen bis zum nächsten Liquiditätspunkt des CRV. Ach komm, gönn doch. Ja, okay, dem wollte uns auf jeden Fall nicht gönnen. Hatte ja einmal angetriggert, Liquidität aufgebaut. Jetzt nehme ich an, holt er sich wahrscheinlich auch noch hier oben den. Okay, macht er nicht. Das gefällt mir jetzt wiederum gar nicht, weil das sieht mir jetzt wieder ganz danach aus, ob er uns jetzt hier einfach gleich wieder raussweept. Haben wir auf jeden Fall den fraktalen Punkt gebrochen und würden jetzt hier den gleichen Trade nochmal eingehen. Holt er uns wieder raus. Baut dann nochmal. Ja komm, er gibt uns jetzt hier wieder kurz vor dem Liquiditätspunkt noch ein Signal. Ja, aber solche Tage gibt es halt auch. Wenn wir den jetzt hier bekommen noch sollten, also der wäre auf jeden Fall ziemlich krass. Aber er baut jetzt da oben wieder so viel Liquidität auf hier. Die ganze Zeit holt sich die, baut wieder weiter auf. Daher ja, jetzt hat er sich auch den Liquiditätspunkt, den großen H1 Liquiditätspunkt hier noch gesweept. Das war halt mehr oder weniger abzusehen. Ja, jetzt kann er uns aber auch noch einen Trade gönnen. Weil jetzt haben wir 3 Losses. Nach 4 Losses ziehen wir dann gehen erstmal die Bremse, steht ja auch bei uns schwarz auf weiß im Tradingplan, dass wir halt sagen, okay, nach 4 Lost Trades in dieselbe Richtung lassen wir erstmal oder ja, traden wir für den Rest des Tages nicht mehr und nehmen das halt erstmal so hin. Einfach um da unser Konto zu schützen, und weil der DAX halt manchmal ziemlich assi ist und solche Push-Phasen hat in eine Richtung sweept und halt einfach nicht entladen will, was wir jetzt hier traden. Wir wollen ja im Prinzip traden, ich nehme jetzt hier bis zu den Liquiditätspunkten drunter. Hat sich jetzt hier sicher einer gebildet, genau. Dass er halt da einfach diese Liquidität nicht loswerden will, sondern einfach nur im Aufbauen ist. So, das wären jetzt aber auch 3,5%. Mal sehen. Ja, komm, zieh. Ach komm, ist doch jetzt hier nicht sein Ernst, oder? Ja, aber wie gesagt, machen wir uns nicht verrückt. Ich habe hier gerade noch den DAX gelobt. Ja, immer wieder so ein richtig schönen Trade auch gegen die Struktur. Jetzt hier haben wir mit der Struktur erstmal 4 Trades kassiert und haben direkt diese 4% hat er uns hier wieder abgenommen, die wir hier schön mit dem Trade gemacht haben. Aber ja, das heißt ja noch überhaupt nichts. Wir haben dann ja auch noch jetzt hier den Liquiditätspunkt gesweept. Haben wir vor allem auch nochmal kurz vorher gedreht und dann Liquidität aufgebaut. Und dann ist ja auch wieder kein Zufall, dass er jetzt hier drüber geht. Mit, wohlgemerkt ist das eine 5-Minuten-Kerze. Um 22 Uhr.
hier wahrscheinlich ein ziemlich großes Stop-Cluster auslöst, nach oben rusht und dann diese ganze Katze wieder nach unten gedrückt wird und da sehr, sehr wahrscheinlich an diesem Short, also für uns Short-Liquiditätspunkt, Short-Position aufgebaut werden. Ich sag's ja bloß so, ich will da überhaupt gar nichts, wie sage ich das, schlussfolgern. Einfach so als Hinweis. So, das heißt jetzt erstmal eh wieder Asia Session, die überspringen wir. Dann sind wir jetzt hier schon am Mittwoch. Wir machen jetzt hier wieder genau das Gleiche. Dass wir jetzt hier wieder erstmal alle Liquiditätspunkte reinhauen. Haben wir jetzt hier einmal den, haben direkt darüber den hier. Halt, die muss machen wir natürlich gerade. Haben jetzt hier das Low der Asia Session. Aktuell ist noch kein fraktaler Punkt, aber wie gesagt, ist ja nicht wichtig, ist nicht relevant. Dann haben wir jetzt hier noch den und den hier vom letzten Tag noch. So. Dann gehen wir auf M5. So, noch kurz gucken. Die hat auf jeden Fall noch das richtige Fenster. Und by the way, die Trades tue ich natürlich jetzt gleich im Nachhinein wieder alle dokumentieren. Mache ich jetzt hier bloß nicht während des Videos, dass ich jetzt hier nicht wieder so viele Cuts drin habe. Wir haben noch kein Signal, weil wir haben bisher hier nur einen Sweep gehabt. Der Sweep ging nicht unter diesen Sweep. Jetzt haben wir den zweiten Sweep und wenn wir jetzt, müssen wir jetzt nochmal kurz hier schauen. Ja, weil ich habe es nämlich schon geahnt, dass ich hier drinnen gerade die Liquiditätspunkte vergessen habe, weil in der, oft gucke ich immer nur High-Low der Asia Session, aber in der Asia Session gucke ich nicht, weil über Nacht bilden sich ja natürlich auch Liquiditätspunkte innerhalb der Asia Session. Genau so, dann schauen wir. Wir haben jetzt hier ein Signal bekommen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einige fraktale Punkte. Ja. Das wäre jetzt hier auf jeden Fall ein Long-Signal. Würde mir jetzt hier wieder eher nicht so gefallen, weil es gegen die Struktur ist. Aber Signal ist Signal. Wir halten uns ja an unser System. So, und der nächste Liquiditätspunkt. Ja, würde ich dann halt einfach ein bisschen hochnehmen, bis in die Mitte. Wäre gerade so. Akzeptabel für uns, sage ich mal. Ich würde mich dann vielleicht dann eher noch hier unten positionieren, einfach an der Ineffizienz. Dann sind es 2,33. Jetzt zieht er ja wahrscheinlich einfach hoch, oder? Nee, okay, er holt uns sogar noch ab. Aber ich, ja, wenn er jetzt hier noch so Liquidität aufbaut, rechne ich eh nicht, dass der Trade hier lange lebt. Ja, komm, als ob. Okay, hat er tatsächlich gegönnt. Also hat hier Liquidität aufgebaut, hat die geholt und ist dann nach oben. Ist ja auch wieder kein Zufall. Er holt sich hier unter zwei Tiefs die Liquidität, geht runter, reagiert wieder nach oben und schießt dann nach oben. So, ich hätte jetzt zwar gedacht, okay, er holt sich sicherlich auch noch die, vor allem weil wir hier direkt drunter noch einen Liquiditätspunkt haben. Aber ja, genau aus solchen Dingen, weil das halt einfach unvorhersehbar ist, nehmen wir halt jeden Trade mit, den wir im Prinzip nach unserem System bekommen können und tun ja halt nichts reininterpretieren oder nach unseren Gefühlen oder nach dem, was wir halt denken, handeln, sondern wir handeln halt einfach nur nach dem, was auf unserem Tradingplan steht. Und genauso backtesten wir natürlich auch. So, und das heißt, wir haben jetzt hier wieder zwei Liquiditätspunkte gesweept. Und nehmen jetzt hier natürlich wieder genau das Gleiche, weil wir haben ja jetzt hier schon den Break. Weil wir haben hier den ersten Sweep. Jetzt hier den zweiten Sweep und würden jetzt hier natürlich Short reingehen bis zum nächsten Liquiditätspunkt, der jetzt denke ich mal hier unten liegen wird. Genau. Der hier ist es dann auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen. In dem Sinn, da wir auch mit der Struktur sind, würde ich jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen unten, beziehungsweise wenn, sage ich ja immer wieder, wenn hier zwei wirklich so nah beieinander liegen, ist es für mich wie ein Liquiditätspunkt, dann nehme ich den hier einfach bis sozusagen in die Mitte, beziehungsweise knapp darunter. Dann wären das jetzt hier fast, ja, knapp über 3%. Boah, wie eine 1. Also das wirklich wie eine 1. Er holt sich hier unten die Liquidität unter der Asia Session, bringt die nach oben in zwei Gegenliquiditätspunkte, holt sich hier die Liquidität und bringt die nach unten wieder in drei Gegenliquiditätspunkte. So, und jetzt ist er wieder genau das Gleiche. Jetzt hat er unten die Liquidität geholt. Und jetzt suchen wir wieder weiter nach Longs.
was wir jetzt auch direkt bekommen haben. Wir haben den ersten Sweep, den zweiten Sweep, haben jetzt hier den Bruch von einem fraktalen Punkt. So, wir würden jetzt hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt rein. Das wären 1,9. Wir gucken noch mal kurz, ob hier oben wirklich einer ist. Aber ja, da hat sich einer gebildet, sieht man. Beziehungsweise kriegt man ja einfach ein Auge dafür, weil es ist ja jetzt hier kein Geheimnis. Diese fraktalen Punkte ist ja im Prinzip einfach nur immer ein Punkt, wenn links und rechts der Höchstkurs der Kerze niedriger ist als der in der Mitte, dann ist es ja im Prinzip ein fraktaler Punkt. Boah, okay, das ging ziemlich schnell. Also, okay, also der Mittwoch war ja echt so gesehen ziemlich sauber, weil hier 2,3%, dann hier die 3%. Das heißt, es war alleine ja schon hier roundabout bei weit über 5%, also ja 5,5 roundabout. Dann hier nochmal die 2%, das heißt ja ein über 7% Tag bis jetzt. Das ist jetzt, na gut, gerade mal, was heißt gerade mal, es ist ja schon um 5 sozusagen. Haben jetzt hier den Liquiditätspunkt. Jetzt, wenn wir jetzt natürlich jetzt hier direkt wieder einen Short bekommen und er jetzt hier den Short Move bringt, dann. Ach komm, er bringt den Short Move aber ohne uns. Ja komm, hat er nicht gemacht. Der hat hier oben halt keinen zweiten Sweep geliefert. Das heißt, wir werden hier nicht reinkommen. Ah, das wäre natürlich dann noch die Krönung des Tages gewesen. Aber ich glaube, für den Tag, ich glaube an dem Tag auch einige Screenshots von euch bekommen, von Leuten, die an dem Tag auch die Challenge durchgeballert hatten. Weil ich weiß, Ende letzte Woche hatten einige von euch eine Challenge gestartet. Und die ist natürlich an so einem Tag fast innerhalb von einem Tag komplett durch, aber das ist ja jetzt auch nichts, sage ich mal, Unseltenes, dass man in so einer kurzen Zeit mit unserem System, wenn man da halt eine gute Phase erwischt, das ist so eine Challenge auch mal direkt durchballert. 6, 7 Uhr, so, jetzt sind wir am Donnerstag früh, Asia Session ist vorbei und wir machen jetzt natürlich wieder genau das gleiche wie das, was wir jeden früh machen, erstmal wieder unsere Liquiditätspunkte reinhauen. Die sind noch aktiv, die sind ja sogar drin, die müssen wir noch rüberziehen. Haben jetzt hier noch das High der Asia Session und hier oben kann man sich dann auch noch mal einzeichnen. So, und die ziehen wir jetzt hier uns einfach rüber, den hier auch, gehen auf M5, würden uns jetzt wieder, wenn wir jetzt im Live-Handel wären, sozusagen oben unten Alarm setzen, warten bis eine Seite gestreamt wird, aber ja, wir wissen es ja, es geht ja immer ziemlich schnell. Jetzt in dem Fall ja auch. Jetzt hier drei Liquiditätspunkte gestreamt, einmal den und einmal den. Haben jetzt hier auch den zweiten Sweep bekommen. Jetzt hier zwar im Nachhinein, aber macht ja nichts. Haben dann hier den fraktalen Punkt, also für alle, die jetzt gerade nicht mitkommen, haben wir hier den ersten Sweep, haben wir auch das hier unten gesweept, haben dann hier einen fraktalen Punkt gebildet, hier einen fraktalen Punkt, sind dann nach unten und haben hier die fraktalen Punkte alle abgebaut. Also wir haben hier sogar mehrere Sweeps bekommen, was mir dann auch immer sehr gut gefällt, wenn wir schon nicht unter das unterste Tief gehen, sondern jetzt hier so ein gleich tiefes Tief bilden, dass wir dann hier zumindest mehrere Sweeps von solchen Lows haben. Würden dann hier reingehen, aber halt, wir haben sogar, glaube ich, hier minimal sogar unter das Tief gesweept mit dem dort. Fällt mir natürlich sehr gut. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz auf H1. Haben wir nämlich hier jetzt gerade bei diesem, nach der Asia Session, bei diesem Fall nach unten einen Liquiditätspunkt gebildet. So, und bis dahin, weil wir auch gegen die Struktur sind. Ich möchte dann wahrscheinlich einfach hier unten positionieren. Beziehungsweise, ja, machen wir nicht die Ineffizienz, sondern wir nehmen halt die 50%. Wir versuchen das mal irgendwie so zu machen, wie es die meisten machen. Genau, dann hier hin und dann, ja, können wir da auch mehr als zufrieden sein mit dem CRV mit 2%, wenn er das hier gönnt. Also abholen tut er uns, jetzt muss er nur noch ziehen. Ja, er baut so viel Liquidität auf, ja, ich wollte es gerade sagen, er haut uns hier bestimmt raus. Schade, schade. Aber er liefert uns hier direkt ein neues Signal, weil es ja auch wieder kein Zufall. Er sweept hier unter diese zwei Lows, reagiert jedes Mal wieder mit dem Docht nach oben, geht nochmal drunter und reagiert direkt wieder in der nächsten Kerze nach oben. Also hier ist ja fast ein Engulfing da unten. Wenn man halt sowas sieht, ist teilweise halt wirklich wunderschön. So, das heißt, wir würden dann hier wieder genau das gleiche machen. Hier bis in die Ineffizienz wären jetzt auch 4%. Ja, komm. Also wirklich wunderschön. Was macht der DAX die Woche? Also wirklich.
Jetzt nach dem Tag gestern, gut, ja, hier waren wir sozusagen roundabout break even. Dann hier haben wir ordentlich kassiert, jetzt hier ein Loss, aber jetzt hier direkt die 4% kassiert. Also gefällt mir die Woche wieder ziemlich geil. Man merkt Ende des Jahres, ich meine gerade Oktober, November waren auch letztes Jahr, glaube ich, also in der Dreh waren auch die stärksten Monate des Systems. Ja, und das ja, wiederholt sich jährlich, sage ich mal, oft in solchen Zyklen. Das sieht man sehr, sehr oft. Auch bei Systemen, die wir in der Mastery haben, ja, genauso abliefern, die ich letztes Jahr um eine gewisse Zeit gebaut habe und mir jetzt die Ergebnisse angucke, sind auch dieses Jahr wieder genau die Zeiten, wo sie letztes Jahr ziemlich geil performt haben, wieder ja, genau dieselben. So, jetzt wird man natürlich, hier haben wir ein Short-Signal, haben hier die zwei Sweeps, haben wir hier den Liquiditätspunkt gebrochen und haben jetzt hier unten natürlich, ich zeige es mal kurz ein, für die, die dafür noch nicht so ein Auge haben, sieht man ja ganz klar, hier unten ist der nächste H1 Liquiditätspunkt und bis dahin würden wir den Trade jetzt natürlich nehmen. So, bloß wie das jetzt aussieht, haben wir jetzt hier ein Gap noch und auch noch nicht die Liquidität da oben geholt, also es ist auch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt einfach nochmal oben die Liquidität holen, was wird so wahrscheinlich, ja, oder halt auch, hallo DAX, ja komm, wenn du jetzt schon hier unten bist, dann musst du uns aber auch hier bitte den Trade gönnen, macht er nicht, doch, hat er tatsächlich noch gemacht, hier zum Beginn der erste Session, hat er uns hier noch, ist er hier noch vor allem, ja, ganz klar drunter gegangen, also deutlich hätte er auf jeden Fall ja ausgeführt. Weiß bloß, ich muss mal noch mal kurz schauen, haben wir jetzt, ja, nicht, dass ihr mich hier wieder schlagt, weil wir haben jetzt hier noch einen Liquiditätspunkt gehabt, wo wir sehr wahrscheinlich, glaube ich, einen Hedge-Trade bekommen hätten. Ne, grün ist schon die richtige Farbe, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Genau, wir haben hier mehrere Sweeps bekommen. Hier aber erstmal kein, oder? Doch, doch, wäre ein Signal gewesen, tatsächlich. Hätte er hier ein Signal gegeben. Hätten wir wahrscheinlich hier irgendwo, müssen wir gleich mal schauen, wo dein Liquiditätspunkt ist. Hätte uns rausgesweept und hätte uns dann direkt hier noch ein neues Signal gegeben. Wäre auch hier noch in der Trading-Zeit gewesen, 19:30 zum Donnerstag. Und dann wahrscheinlich auch bis hierhin, schauen wir uns mal ganz kurz an. Ja, hier oben wäre der Liquiditätspunkt gewesen, das heißt, wir hätten die beide bis dahin gehauen. Ja, gut, da haben wir 3% rausgeholt, 2 Losses kassiert, hätten wir trotzdem mit diesem ganzen Szenario hier 1% Gewinn gemacht. Jetzt ist es halt hier auch schon wieder 22 Uhr, das heißt, Asia Session beginnt. Und wir sind jetzt hier sozusagen am letzten Tag der Woche, am Freitag, 7 Uhr und machen jetzt hier wieder genau das gleiche. Zeichnen jetzt erstmal alle Liquiditätspunkte ein. Trades sind nicht mehr offen. Wie gesagt, die zwei wurden punktgenau zur Asia Session. Einer in den Take Profit, der andere ausgestoppt. Ich meine, diese Hedge Trades machen wir. Wir machen halt bloß keine zwei Trades in die gleiche Richtung, sondern wenn dann in die entgegengesetzte Richtung gehedged. Haben wir ganz klar alles im Trading Plan definiert. Haben dann hier noch den Liquiditätspunkt. Haben den Liquiditätspunkt hier drinne, haben den hier drinne und haben natürlich hier das Low. So, sweepen als erstes oben. Aber halt, wir haben nur einen Sweep bekommen, oder? Ja, der ist nicht drüber gegangen, ist nur ein Sweep gewesen. Jetzt hätten wir hier den zweiten, aber haben schon direkt den Trade, also genau das, was wir halt immer traden, in die Gegenliquidität hier gebracht. Also hier sind wir leider nicht dabei, schade. Das heißt, der und der sind halt für uns abgearbeitet, die sind nicht mehr spannend. Nee, halt nur der oben, der hier unten natürlich nicht, weil die Liquidität, die wir hier gerade aufsaugen, ist sehr offensichtlich hier wieder, haben wir dann nicht abgearbeitet. Jetzt haben wir auch den zweiten Sweep.
ja, würden dann hier natürlich long rein. Ich habe jetzt hier gerade überlegt, aber nee, da wird noch kein Liquiditätspunkt jetzt hier, glaube ich, gebildet sein. Oder ist der schon fix? Ja doch, der ist schon fix tatsächlich. Einmal den. Und genau darüber haben wir noch den. Und wahrscheinlich wird das CRV nicht passen, dass wir hier einen drüber nehmen müssen. Ich meine, die müssen wir nicht mehr ganz so vorsichtig sein, weil das sieht jetzt schon wieder ziemlich hier nach Seitwärtsphase aus. Nicht mehr zutrendig. Aber ja, selbst da passt das CRV halt nicht. Und das heißt, wir würden hier in dem Sinne halt die 50% nehmen. Das ist auch genau hier wieder die Ineffizienz. Und das 2,7. Ja, schade, aber da holt er uns hier leider nicht ab. Also er hat wieder genau das gemacht, was wir halt immer traden wollen, hat bloß wieder leider ohne uns Liquidität genommen, in den Gegenliquiditätsbereich gebracht. Okay. So, und das heißt, wir werden jetzt hier natürlich, jetzt haben wir hier 3 Liquiditätspunkte gesweept, warten wir hier natürlich auf einen Short, wenn er uns jetzt hier das Signal gibt, dass diese Liquidität genutzt wird. Haben auf jeden Fall schon den zweiten Sweep und halt, hier haben wir sogar das Signal. So, den ersten Sweep, den zweiten, die fraktale Punkt gebildet und ja, gebrochen. Bloß mal schauen, er hat dann ja hier mit der Kerze vor diesem kleinen Gap ganz klar drunter geschlossen. Und dann würden wir den jetzt hier natürlich aber sowas von hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt nehmen in Strukturrichtung. Ja, aber er sweept uns, oder? Ah, ne? Okay, das war knapp. Ja, komm, jetzt ballert er direkt auch, als ob wir uns jetzt hier. Ah. Halt, ich glaube, da war ja auch noch ein Liquiditätspunkt. Müssen wir mal schauen. Ja. Nicht, dass wir hier einen Hedge verpassen. Ne, hat er bisher nur einmal gestreamt. Jetzt ballert er komplett runter, ballert noch weiter runter. Ja komm, jetzt muss er uns aber auch noch unseren gönnen, ja. Ja, also hier mit dieser Gegenbewegung, sage ich auch immer wieder, ist er jetzt 90% der Trade abgearbeitet. Dann suche ich auch im Nachhinein dann hier, wenn wir jetzt hier im Nachhinein den Stream bekommen, keinen Trade mehr. Das ist dann halt für mich durch. Das heißt, ich würde dann erst wieder am nächsten Liquiditätspunkt Trade suchen. Das heißt jetzt hier unten sozusagen den wir hier hatten und würden jetzt hier, ja gut, es ist jetzt hier schon 19 Uhr, in dem Sinne, wir können auch mal schauen, weil wir immer so ab, müssen wir auch natürlich fair sein, weil Tagen, wo es halt dahingehend, wir auch noch einen Trade offen haben und er oben rumbaumelt, suchen wir dann immer ab 18 Uhr, wenn wir halt ein klares Gegensignal bekommen, schon immer, ja, dass wir halt rausgehen am Freitag, weil dass wir Freitag 18, 19, 20 Uhr, so lange wollten wir eigentlich keinen Trade mehr offen haben, aber wenn man das halt hier sieht, sieht man ja hier, ab 17:30 klare Short-Bewegung. Wir brechen hier keinen fraktalen Punkt nach oben. Das heißt, ich hätte dann hier auf jeden Fall bis in den Take-Profit um 19 Uhr laufen lassen. Aber würde dann hier natürlich jetzt zum Freitag um 19 Uhr nichts mehr aufmachen, weil übers Wochenende wollen wir nichts halten. Und ja, dann ja sowieso um 21, 22 Uhr Geschichte ist, die Spreadzeit immer größer werden. Aber hier zum Freitag halt wirklich auch nochmal ein wunderschöner Trade. Also kann man sich dahingehend wirklich, glaube ich, die Woche nicht beklagen. Ich baller jetzt gleich erstmal die ganzen Trades sozusagen in unsere Tabelle rein. Und genau, dann schauen wir uns ja, das Endergebnis an. So, ich habe jetzt hier alle Trades drin, alle Trades dokumentiert. Ihr könnt ja auch nochmal alle sehen. Beziehungsweise hier auch in TradingView nochmal. Ich meine, ich sage ja auch immer bei den Backtesting-Ergebnissen, ihr müsst nicht uns vertrauen, so, dass wir das hier richtig backtesten, auch wenn es. Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu backtesten, wenn ihr euch den Tradingplan aus der Telegram-Gruppe runterladet und genau jede Woche euch die Charts selber anschaut. Nach diesem Tradingplan kommt ihr jede Woche genau auf dieselben Ergebnisse wie wir. Klar, im Live nicht zu 100%, weil Live weicht immer vom Backtesting ein bisschen ab, weil man immer anders ausgeführt wird. Mit dem Spree teilweise ein bisschen Slippage, dies, jenes. Man bekommt vielleicht auch nicht jeden Trade, da ist halt immer minimal anders. Mal eine Woche größer, mal eine Woche weniger. Aber jedoch pendelt sich das, umso mehr Trades man macht, auch immer wieder auf diesen Schnitt ein, den man halt einfach durch genug Backtesting-Daten bekommt. Und daher, wie gesagt, sagen wir immer, wir müssen nicht uns glauben, sondern geht einfach in den Chart und überzeugt euch halt selber. Und dann sind wir jetzt halt die Woche bei einem Gesamtergebnis von fast 15%.
absolut stark ist. Ich meine, den Montag über 3%, der Dienstag war ein bisschen hart, 4%, aber ja, ist part of the game, gehört dazu. Die letzte Woche hatten wir auch einen Tag, wo wir minus 4% hatten, sogar noch am Freitag. Sonst hätten wir die Woche auch fast mit 10% abgeschlossen, aber trotzdem haben wir die Woche fast mit 5% abgeschlossen, also im Schnitt. Dann der Mittwoch mit ja, über 7%, der Donnerstag mit 4% und der Freitag auch mit 4%, also kann man sich nicht beklagen. Und auch wie die letzten Wochen laufen, die Woche 15%, letzte Woche fast 5%, die Woche davor 4%, die Woche davor 1,3%, die Woche davor 0,67%, das ist ja auch immer das, was ich sage. Es werden viele Wochen laufen, die nicht an diesen Schnitt rankommen, den wir wöchentlich haben von 4-5%. Es werden Wochen laufen, wo wir kommen, wie auch die Woche zuvor, wo wir fast minus 3,4% haben, was halt dahingehend, wie es auch die Wochen zuvor gelaufen ist. Hier hatten wir auch wieder eine 15% Woche in Witzes, dann kann man sowas halt hinnehmen. Werden Wochen kommen, wo wir deutlich unter dem Schnitt sind, sogar minus. Dann werden wieder Wochen kommen, wo wir deutlich über dem Schnitt sind. Und so bildet sich halt der Schnitt. Ihr werdet kein System finden, wo ihr konstant jede Woche in etwa an diesem Schnitt seid und jede Woche 4, 5, 6% macht, jede Woche ein Plus seid. So, wenn ihr das halt haben wollt, jede Woche oder jeden Monat konstant das Gleiche, dann seid ihr halt in einem 9-to-5-Job, in einem Angestellten-Job besser aufgehoben, aber nicht im Trading oder im Gesamten, nicht im Unternehmertum, weil da werdet ihr das halt einfach nicht finden. So. Und ich meine auch, selbst wie gesagt, diese Wochen, wo wir halt auch so roundabout in Anführungsstrichen Break-Even sind, darum machen wir das ja auch, dass wir hier immer uns durchrechnen, okay, was würden wir wirklich machen, wenn wir jetzt hier mit 10.000 Euro gestartet werden, dass wir halt diese Zahlen vor Augen haben, weil es halt einfach motiviert, sich an das System zu halten, dran zu bleiben und einfach weiterzumachen. Und das selbst, wie gesagt, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte die Woche ein 200k-Konto gehabt, was ja im Prinzip viele von uns traden, sind das halt, oder mit einem 100k-Konto wären es trotzdem 670 Euro, mit einem 200k-Konto ist es trotzdem über 1000 Euro die Woche. So, das verdienen manche nicht mal in einem Monat, das muss man sich halt immer vor Augen halten, weil die meisten halt immer wieder hinter diesen Prozenten herjagen von einem System zum anderen und finden halt nie was, bleiben bei nie was und finden damit nie was, was wirklich konstant und lange funktioniert. Weil das ist halt dieses typische Hinterherrushen nach dem heiligen Gral. So, jedes System hat Schwachstellen, jedes System hat seine Stärken, man muss halt einfach das System finden, was zu einem passt, beziehungsweise noch besser, wirklich eins selber bauen, was zu einem passt, was nicht im Mainstream ist, was so vielleicht nicht viele Leute traden, was somit auch langfristig halt einfach funktioniert. So, und ich meine, jetzt die Woche muss ich jetzt nicht nochmal hochrechnen, mit einem 100k-Konto wären das fast 15.000 Euro gewesen und mit einem 200k-Konto fast 30.000 Euro. So, davon können manche zwei oder vielleicht sogar fast drei Jahre leben, je nachdem, wo ihr lebt. Klar, nach Steuern und Profit Split und so, wie gesagt, je nachdem, wo ihr lebt, weicht das davon ein bisschen ab, aber selbst wenn es nur 10.000 Euro wären, können davon ja einige wahrscheinlich ein paar Monate leben, wenn man jetzt hier ja, nicht seine Ausgaben sinnlos erhöht oder sonst was, sondern sich das Geld eventuell dahingehend klug beiseite legt. Genau, und ich meine, damit haben wir jetzt auch gesamt, wie gesagt, ihr werdet jetzt denken, hey, wir standen jetzt hier Anfang der Woche bei 535%, stehen jetzt Ende der Woche bei 641%, wie geht das denn? Das stimmt ja nicht, weil ich da auch immer viele Nachrichten bekomme. Das ist halt nicht die Prozentrechnung, sage ich mal, auf das, was wir die Woche gemacht haben, sondern das ist prozentual gerechnet auf unseren Startkontostand. Weil wir haben jetzt ja die Woche, wenn man das halt so macht, sind wir von 63.000 auf, 74.000, hätten jetzt sozusagen die Woche fast 10.000 Euro gemacht mit diesem 63.000 Euro Konto. Und wenn man das halt rechnet, wie gesagt, die 10.000 Euro und jetzt hier von 535 auf 641 sind roundabout 100%, das heißt 100% auf diesen Startkontostand obendrauf, so ist das sozusagen gerechnet, auf diesen Kontostand sozusagen in Prozent und nicht auf das, was wir halt Anfang der Woche haben. Weil das, was wir Anfang der Woche haben, auf das, was wir Ende der Woche haben, ist sozusagen das prozentuale Ergebnis. Das sind dann 14,81% in dem Fall. Und daher, ja, gibt es jetzt nicht viel mehr zu der Woche zu sagen. Ich meine, wir stehen jetzt hier, ja, unser durchschnittlicher wöchentlicher Profit, wir müssen noch mal ganz kurz schauen, bis 540 geht der. Okay, der hat sich nämlich, wir müssen den nochmal hier anpassen, weil da wird er sich nämlich wahrscheinlich gerade nochmal erheblich verändern, bis sozusagen machen wir jetzt einmal 620. Da muss man natürlich auch immer drauf achten, dass man hier 620, ja, genau, dann stehen wir jetzt hier bei fast 5, wieder 5%, der pendelt sich dann halt immer wieder da in dem Schnitt ein, vielleicht geht er auch mal ein paar Wochen wieder weiter runter, aber dass wir jetzt hier nicht durchkommen, auch das müssten wir, glaube ich, hier wieder anpassen, weil wir haben es jetzt aktuell bis Zeile 500, genau, wir müssten jetzt hier natürlich, sind ja jetzt schon bei über 600, dass wir jetzt hier einfach mal bis 620 gehen und dann demnach hier auch, dass einfach dieser Graph wieder angepasst ist. 620, zack, damit wir auch den Kontoverlauf sehen. Genau, dann sieht ja jeder hier selber, wie konstant, kontinuierlich das hier nach oben geht. Dass das System wahrscheinlich Trading so widerspiegelt wie kein anderes System, meiner Meinung nach.
ja, damit sind wir auch wieder weit auf einem neuen All-Time-High so rum, mit 641%. Genau, da, wie gesagt, gibt es jetzt hier nicht viel mehr dazu zu sagen. Wenn dazu irgendwelche Fragen sind, ihr wisst ja, wir sind auf unserem Support-Account für euch hier auf YouTube, unserem Haptic Trading Community-Account für euch da. Ist ja hier immer wieder unten, immer mal unten eingeblendet während des Videos. Einfach auf Telegram in der Suchzeile suchen, der Name Haptic Trading. Uns da einfach eine Nachricht schreiben und dann könnt ihr da wirklich mit uns in einem 1:1 Chat sozusagen schreiben. Wir haben keine Gruppen oder sonst was, sondern wir nehmen uns da wirklich für jeden einzelnen Zeit, wenn da irgendjemand Fragen hat, weil wir halt gemerkt haben, auf Instagram gehen so viele Nachrichten leider unter in diesem Anfragenordner. Ist halt für uns mega unübersichtlich und auf Telegram ist es halt viel, viel übersichtlicher. Könnt das dahingehend viel besser abarbeiten. Auch wenn ihr gerade noch keine Frage habt, addet uns einfach erstmal, schreibt uns einfach erstmal eine Nachricht, dass ihr uns sozusagen drin habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten joint da auch gerne direkt unsere Telegram-Gruppe, wo ja auch unser Trading-Plan alles drin ist. Auch diese Vorlage, diese Tabelle ist da drin, wenn jemand selber was backtesten will oder im Prinzip sich selber überzeugen will von diesen Ergebnissen, kann das natürlich jeder sehr, sehr gerne tun. Und ansonsten, je nachdem, wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.